Ich bin wie das Monsterbuch der Monster. Wenn du mich richtig streichelst, öffne ich mich für dich. Gottes, da kann ich keine Kontenance bauen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy oder auch wir beginnen jeden Part mit einem richtig schlechten magischen Anmachspruch. Heute den Vogel abgeschossen hat Miss Lama Glama, der war wundervoll, danke dir. Machen wir weiter. Wir befinden uns derzeit im Kartenraum nach der zweiten Prüfung und müssen mit Professor Fig sprechen. Ja, ich weiß. Ich soll meine Zauberkunst verfeinern. Sie lernen schnell. Hoffentlich hören Sie auch bald von Lodgok. Dann erfahren wir, wie es ihm mit dem Helm ergangen ist, den Sie besorgt haben. Das war gute Arbeit, wie immer. Wir sehen uns bald wieder. Das war umfangreich. Also mit so einem Gespräch. Es ist Winter! Weihnachten! Oh mein Gott, ich muss das Schloss erkunden. Ich muss ganz dringend das Schloss erkunden. Aber ich glaube, wir bekommen jetzt noch ein bisschen Eulenpost, also lauschen wir einfach mal. Danke für Ihre Hartnäckigkeit und Raffinesse. Ich habe Piers konfrontiert und er hat sofort gestanden. Dieser alte Schlingel. Wir haben uns darauf geeinigt, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Kommen Sie doch mal vorbei, wenn Sie das nächste Mal in den drei Besen sind. Ich freue mich sehr, wieder dort zu sein. Natty erzählte mir von deiner Begegnung mit den Wilderern. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten über sie. Können wir uns bald treffen? Ich fürchte, einiges von dem, was ich aufgedeckt habe, hat mit dir zu tun. Oh mein Gott, das mit Poppy... Schauen Sie bitte bei Gelegenheit im Raum der Wünsche vorbei. Deek erwähnte, dass Sie vielleicht lernen möchten, wie man Tierwesen züchtet. Ja! Ja, will ich! Ja, ich will! So viel zum Thema. Wir müssen in den Raum der Wünsche. Wir müssen mit Deek sprechen, wir müssen Tierwesen züchten. Jetzt. Und danach gehen wir zu Poppy. Ich soll Ihnen den Explosionszauber Bombarda zeigen. Wenn Sie meine Aufgaben abgeschlossen haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Okay. Noch mehr? Nein. Hallo, Deek. Du wolltest mich sprechen? In der Tat. Deek dachte, Sie möchten vielleicht lernen, wie man ein Zuchtgehege baut, ja, um Tierwesen zu züchten. Ja. Das klingt nach einer guten Idee. Rettung und Zucht von Tierwesen gehen Hand in Hand. Junge Tierwesen sind besonders durch Wilderer gefährdet. Wenn wir die Tierwesen hier im Raum züchten, können wir die Jungtiere gut beschützen. Ich verstehe. Was muss ich tun? Bringen Sie zunächst ein Pärchen Tierwesen in den Raum. Männchen und Weibchen. Deek schlägt vor, Testrale zu retten, da sie stark gefährdet sind. Es sind edle Geschöpfe, aber ihre Beziehung zum Tod beschert ihnen einen schlechten Ruf. Wilderer jagen sie wegen ihrer Schweifhaare. Ich habe schon Testrale gesehen, aber wie finde ich ein paar in der Nähe? Deek hat in der Nähe des Schlossgeländes einige wilde Testrale gesehen. Dann müssen Sie bei Wälzer und Schriftrollen eine Zauberanweisung für das Gehege kaufen und die benötigten Materialien sammeln. Wenn Sie die Testrale und die Zauberanweisung haben, sprechen Sie mit Deek. Oh, die Testrale habe ich schon. Das heißt, ich brauche jetzt nur einmal ganz kurz nach Hogsmeade gehen und mir den Bums kaufen, den ich brauche. Zumindest die Anleitung. Die Testrale habe ich schon. Aber können wir bitte einmal ganz kurz darüber reden, wie merkwürdig es klingt, wenn Deek sagt, ja, also Tierbabys sind in freier Wildbahn sehr stark, oh mein Gott, ist das schön, sehr stark gefährdet. Also züchten wir einfach die Tierwesen hier bei uns im Raum der Wünsche, um die Babys besser beschützen zu können? Aber die Babys in der freien Wildbahn sind Wurst?
Spannend. Auf, auf! Oh mein Gott. Oh, Weihnachtsgirlanden. Oh, es ist so schön. Ich liebe das mit den Jahreszeiten. Oh. Immer schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Oder? Finde ich auch. Nun kann ich im Raum ein Zuchtgehege beschwören. Jetzt aber mit den Testralen zurück zu Deek. Ja, die habe ich schon. Ich freue mich. Auf, zurück nach Hogwarts. In den Raum der Wünsche. Here we are. Deek, es kann losgehen. Die Testrale sind gerettet und die Gehege-Zauberanweisung ist gekauft. Ausgezeichnet. Um ihre Testrale zu züchten, setzten sie einfach ins selbe Tiergehege, in dem sie das Zuchtgehege beschwören. Benutzen sie dann das Zuchtgehege. Sprechen Sie mit Deek, wenn Sie fertig sind. Mach ich. Ich frage mich, wo ich das Gehege beschwören soll. Das weiß ich schon. Oh, oh mein Gott, was? Ein neuer Raum. Staunt immer wieder über den Raum. Jetzt haben wir den perfekten Ort für diese Testrale. Bitte berichten Sie Deek von Ihrer Zucht. Oh mein Gott, das ist dann ja wie in dem verbotenen Wald hier, oder? Oh mein Gott, ist das schön. Es ist so schön. Also ich glaube, hier werde ich die Einhörner und die Testrale auf jeden Fall herbringen. Und da muss ich mal gucken, wen ich hier noch absetzen werde. Erstmal. Und die Musik ist einfach so schön. Zuerst. Brauche ich sowas? Dann brauche ich eine Spielzeugkiste. Einfach weil. Und dann noch das Zuchtgehege. Huch, das ist ja riesig. Das packen wir einfach hier an die Seite. Großartig. Und dann hole ich mir kurz meine anderen Tierwesen. Ich hoffe, ich habe noch so viel Platz in meinem Koffer. Ich glaube nämlich fast nicht. Oh. Ach, guck, man kann jetzt hier einfach... Das ist ja praktisch. Ich glaube, die Hippogreife lasse ich hier. Weiblich. Das glaubt Professor Howen nie. Und das Einhorn nehme ich auch noch mit. Und was packe ich hier alternativ hin? Die Fupa? Fu-fu-fu-fupa. Männlich, männlich, weiblich. Packe ich die beiden hier hin und die beiden verkaufen wir. Ich bin gerade am Überlegen, habe ich jetzt die... Ach, warte mal, Jennifer ist hier auch noch mit drin. Ach, nee. Die Niffler packe ich sonst auch noch mit in den Wald, oder? Ich muss mal gucken. Wir haben ja noch nicht mal alle Tierwesen. Das Zauberbuch von Salazar Slytherin studiert. Triff mich in der Krypta. Ich habe etwas gefunden. Das klingt gut. So, also, auf jeden Fall
die Testrale und ich um meinen Pony. Mein Pony heißt Johnny. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich die Mondkälber von drüben auch hier mit herpacke, weil die ja eigentlich auch im verbotenen Wald leben. Packe ich die beiden hier einfach mit rein? Packe ich das andere männliche Einhorn hier auch noch mit rein oder verkaufe ich das? Ich überleg's mir. Aber jetzt erstmal. Und jetzt? 29 Minuten. Okay. Das ist voll traurig. Geht das schneller? Geht das auch schneller? Dann holen wir uns das Tierwesen einfach in der nächsten Folge ab. Und dann stelle ich hier noch eins auf. Und hier muss ich sowieso noch mal schauen, welche Tiere ich hier habe. Okay, guck mal, dann kann ich die Mondkälber hier ins Inventar tun. Jetzt ist alles gut. Und dann packe ich die Niffler hier wieder aufs. Jennifer und Shiny Niffy und die Niffler ohne Namen. Und dann kann ich nämlich die Mondkälber theoretisch verkaufen. Obwohl der echt süß ist. Der dunkle, den finde ich eigentlich ganz cute. So, und die Fupa habe ich weggebracht. Die Fupa. Ich bin nur gerade am Überlegen, ob der Kniesel nicht im verbotenen Wald... ob er sich da nicht wohler fühlen würde. Ich passe auf dich auf. Und dann packe ich nämlich die Knuddelmuffs hier noch mit rein. Knuddelmuffs? Knuddelmuffe? Weiß man nicht. So, und dann gehen wir noch mal einmal zurück. Die Kniesel. So, die Kniesel fühlen sich hier bestimmt wohler. Es ist so schön. So schön. Ich sehe mich hier noch einmal ganz kurz um. Rebellion. Denn grundsätzlich... gibt es hier auch Kisten. Oh mein Gott. Es ist so groß hier. Spinnen. Confringo. Wird es ja aber wohl keine Spinnen geben, oder? Rebellion. Nee, bestimmt nicht. Ansonsten komme ich hier nie wieder her. Gott, ist das cool. So. Da müssen wir jetzt warten. Und in der Zwischenzeit würde ich fast sagen, gehen wir zu Poppy. Denn Poppys Quest ist einfach als erstes da gewesen und ich könnte mir vorstellen, dass es auch wieder um gefährdete Tierarten gehen könnte. Oder was heißt wieder? Dass es vielleicht sogar um gefährdete Tierarten geht. Und deswegen ganz kurzer Location-Wechsel. Wir gehen zu Poppy. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Hallo! Warum werde ich direkt angegriffen? Ich habe doch gar nichts getan! Oh. Vielleicht hätte ich doch kämpfen sollen. Oh mein Gott, ist das schön! Oh, ich liebe Winter.
Obwohl es eigentlich keine Jahreszeit gibt, die ich nicht mag. Irgendwie jede Jahreszeit hat was für sich. Geht es Wolkenschwinge gut? Nati hat mir erzählt, was passiert ist. Ja. Ich passe gut auf Wolkenschwinge auf. Sie ist sicher, Poppy. Versprochen. Gut. Was auch immer die Wilderer planen, Wolkenschwinge soll nicht in ihre Nähe kommen. Du sagtest, du wüsstest Neues zu den Wilderern. Und dass es mit mir zu tun hätte. Stimmt. Ich habe im Eberkopf was mitbekommen und... Sie haben den Befehl von Victor Rookwood, dich sofort gefangen zu nehmen. Hat das etwas damit zu tun, dass Rookwood und Harlow dich nach dem Trollangriff in den drei Besen belästigt haben? Irgendwie schon. Aber gerade würde ich lieber von dir hören, was die Wilderer noch vorhaben. Sicher. Aber ich hoffe, du sagst mir, wenn ich helfen kann. Vor allem nach dem, was du für Wolkenschwinge getan hast. Sagt dir der Name Hornschwanzhalle etwas? Ich fürchte nicht. Warum? Was ist das? Offenbar das bestgehütete Geheimnis der Wilderer. Der Name wurde zweimal genannt, aber sie gingen nie ins Detail. Außerdem habe ich einen von ihnen prahlen hören, wie viel Gold sie verdienen. Sicherlich auf Kosten unschuldiger Kreaturen. Sie haben auch diese Gegend erwähnt und ich dachte, wenn wir uns etwas umsehen, finden wir heraus, was sie im Schilde führen. Wenn du meine Oma triffst, dieser Ausflug hat nie stattgefunden. Keine Sorge, Poppy. Sollte ich deine Oma je treffen, werde ich nichts verraten. Normalerweise sage ich ihr alles. Sie ist meine beste Freundin nach Wolkenschwinge, aber sie weiß, was ich von Wilderern halte. Ich glaube, sie fürchtet, ich könnte etwas Törichtes tun. Wie kommt sie denn nur darauf? Hier lang. Wait, Poppy. Ich habe keine Lust, hier wieder überrascht zu werden von Dingen. Und deswegen, ich will da nicht schon wieder in den Kampf rein. Also dieses Assassinenverhalten gefällt mir gerade eigentlich ganz gut. I guess. Gott, ich dachte gerade, der verfolgt uns was. Oh! Zentauren? Ein Zentaur. Sei vorsichtig. Ich möchte nicht gegen Zentauren kämpfen. Mach dich unsichtbar, Poppy. Ein ganzes Schloss und sie möchten ausgerechnet hier lang. Bitte, wir wollen keinen Ärger. Wir müssen nur hier durch. Halten Sie uns für dumm, dass wir nicht merken, wie immer mehr von Ihrer Art herkommen, zusammen mit den Wilderern? Mit sowas haben wir nichts zu tun. Im Gegenteil, wir wollen sie aufhalten. Ich hoffe für Sie, dass das stimmt. Unsere Geduld mit den Wilderern und ihren Handlangern wird bald am Ende sein. Okay. Ich bin aber nett. Ich bin ein netter Hobbit. Er war durchaus charmant. Es hätte schlimmer kommen können. Zentauren mögen Zauberer nicht besonders. Und die Wilderer sind da keine Hilfe. Aber warum dachte er, wir hätten etwas mit Wilderern zu tun? Ich habe die Wilderer mit einigen Bewohnern von Hogsmeade sprechen sehen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht sind die Zentauren deshalb misstrauisch. Ist das schön. Mal, dass ich einen Sumpfkrattler derart erlebt habe. Es scheint, viele Tierwesen sind in letzter Zeit aggressiver als sonst. Das ist mir auch aufgefallen. Fast so, als wäre was im Wasser. Vielleicht ist auch was im Wasser. Gott, oh Gott, oh Gott. Wie seltsam. Was denn? Ich weiß nicht, aber sieh dich um. Wenn die Wilderer hier waren, erfahren wir vielleicht warum. Revelio! Ja, guck mal, hier ist doch ganz viel. Warum haben sie ihre Käfige nicht mitgenommen? Felle. Arme Tierwesen. Oh! Ja, keine Ahnung, was da drin ist, aber ich trinke es einfach mal, ne? Das ist Koboldmetall.
Was macht das in einem Wildererlager? Rauch. Sie können noch nicht lange fort sein. Oh, Poppy, wir werden sie finden. Mit Revelio. Irgendwas Interessantes? Hier waren Wilderer. Eindeutig. Aber ich habe noch etwas gefunden. Etwas Koboldgefertigtes. Ich habe Koboldrüstungen gefunden. Suchen wir weiter. Aber vorsichtig. Nur Merlin weiß, was hier vor sich geht. Okay. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Oh, Revelio. Dann lass uns gehen, Poppy. Was könnte Kobolde und Wilderer zusammenbringen? Oh mein Gott, ist das schön. Hey, da unten. Ganz klar Wilderer. Aber keine Kreaturen. Was machen die denn hier draußen? Sehen wir uns das näher an. Die werden sich nicht freuen, uns zu sehen. Nähern wir uns mit Desillusionierung oder weniger diskret? Schwer zu sagen von hier oben. Sehen wir uns genauer um. Hä? Wie jetzt zurück zum Auftragsort? Du musst ihr halt schneller folgen. Ja. Entweder die Besten. Man braucht scharfsinnige Augen. Nimm beispielsweise mich. Meine Augen sind scharf wie die von einem Niffler auf einem. Ich habe bei Craycroft schon ewig keine lohnenswerte Beute mehr gesehen. Ja, easy. So. Peu à peu nehmen wir die hier alle durcheinander, auseinander, durcheinander. Wo ist denn dein vorne? Oh, Drachen! Ich war das nicht. Kein Thema, machen wir das einfach erneut. Okay, Poppy. Are you ready? Jetzt komm mal ein bisschen schneller ran. Was ist denn mit dir? Du willst mir was von Romantik erzählen? Als du das letzte Mal eine Rose berührt hast, hast du dich daran verletzt, während du einen Sack Galionen verstecken wolltest. Was ist denn da los? Vielleicht sollte ich mich mal bei Feldkopf freuen. Okay, wir machen das hier einmal ganz fix. Meine Mutter sagte immer, ein freier Kopf sorge für einen freien Weg. Ja. Allerdings genauso vernebelt. Wieso steht er denn da jetzt so kacke? Ist du das Roylands? Ja. Safe ist das Roylands. Komm her, komm her. Komm her, komm her zum Spielen. Protego. Upsi. Uppala. Entschuldigung. Bei Merlin. Man könnte meinen, die bewachen hier den Zaubereiminister. Ja, machen sie da vielleicht auch. Was geht hier vor? Tja, finden wir es raus. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, es gibt hier Tierwesen. Geheime, geheimnisvolle Tierwesen. Revelio. So. Und so. Und gleich gehen wir wieder in ein ganz großes Zelt hinein. Ich kann es spüren. Wetten? Was? Bei Merlins Bart? Oh! Sind das Drachen? Also uncool, dass sie gegeneinander kämpfen, aber Drachen!
Fernkampfring. Das ist die Hornschwanzhalle. Das erklärt den Namen und die Heimlichkeit. Kein Wunder, dass die Wilderer so oft in Hogsmeade waren. Sie haben dort sicher Wetten angenommen und Zuschauer angelockt, so voll wie es hier ist. Wie kann man an so etwas Spaß haben? Die Zentauren haben wirklich allen Grund, uns Zauberer zu verachten. Hier müssen noch mehr Drachen sein. Die Wilderer sind zu gierig, um nur zwei Drachen gegeneinander antreten zu lassen. Wir sollten ausnutzen, dass die meisten mit dem Kampf beschäftigt sind und uns umsehen. Aber diskret. Besonders du darfst nicht entdeckt werden. Ja, ein eher leiser Ansatz ist dort angebracht. Was hat Viktor sich dabei gedacht mit den... Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Da warst du schon Matsch. Revelio. Oh mein Gott, diese ganzen Drachenknochen hier. Hast du von deiner Familie gehört? Hat sich einer deiner Brüder mittlerweile besonnen? Treten sie uns bei? Sie sagen, wir gehen zu weit, dass wir mit Gewalt nicht bekommen, was wir wollen. Ich sage, wenn auch der letzte Zauberer erdolcht ist, dann habe ich mit Gewalt genau das bekommen, was ich will. So. Hinfort mit euch. Dreh dich nicht um, dreh dich nicht um, dreh dich nicht Scheint um. Scheint eine ruhige Nacht zu sein. Ja, sehr ruhig. Jetzt ist sie noch ruhiger. Revelio. Oh nein, ausgerechnet jetzt in meine Ausrüstungs... Nein! Ist das ein walisischer Grünling? Grausam. Boah, krass. So krass. Revelio. Ein Hippogreif. Hi, Baby. Keine Angst, ich hol dich hier raus. Alle anderen hole ich hier auch raus. Hast du die Kobolde gehört? Vanrock und die Wilderer arbeiten zusammen. Poppy, da ist etwas hinter dir. Was passiert da unten? Oh nein! Sie müssen sie gerade gefangen haben. Sie wehrt sich ziemlich heftig. Nicht gerade ein fairer Kampf, wenn sie so angekettet ist. Greifen wir ihr unter die Flügel. Was für ein Wortspiel. Okay, okay. Die Frage ist, mit... Ja, komm. Ein Fuß vor den anderen, so leise wie möglich. Revelio, wir haben ein Drachenei. Ein Hybride, wie es aussieht. Wir können es nicht hier lassen. Die haben sicher nichts Gutes damit vor. Nee, finde ich gut. Nehmen wir. Aber warum müssen wir hier so schleichen? Aha! Aumura. Oh Gott, wir nehmen ein Drachenei mit. Ein Drachenei. Oh mein Gott. Gut, ich habe das Ei. Bereit? Das Überraschungsmoment verschafft uns nur ein paar Sekunden. Dann nutzen wir sie. Ja, nutzen wir sie. Aber bevor wir diesen Überraschungsmoment nutzen, werde ich an dieser Stelle einfach den Part beenden, weil es ein guter Cliffhanger und ich habe lange keine fiesen Cliffhanger mehr gemacht und der letzte Part war echt lang. Deswegen wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Wir sehen uns morgen wieder, wenn wir diesen Drachen retten. Und das Drachenei. Ich bin sehr gespannt. Bis dahin verbleibe ich wie immer mit dem Zauberspruch Nox.